Es geht weiter mit Let's Play Evoland 2 und wir sind noch in der Mine und mussten letztens gegen Plum kämpfen. Ich nenne sie einfach mal Plum. Und wir haben es noch nicht ganz so hinbekommen, aber vielleicht wird es ja diesmal was. Aber beim letzten Mal hat es ja auch gut geklappt und im letzten Part hatten wir auch, war es auch ziemlich knapp. Muss man dazu noch sagen. Und, aber wenn es schon so anfängt, wenn es schon so blöde Muster gibt, Alter. Okay, das war jetzt meine Schuld, dass ich hätte die jetzt nicht vertikal legen dürfen. Aber wenn die schon so hinstellt, dass ich schon so viel Schaden direkt bekomme, weil die dann ihre Dinger da immer so wirft, das fängt ja schon blöd an. Eine Bomben, ja, kannst du wieder haben. Ich warte jetzt erstmal, bis die Herzen droppen, die Bomben. Also beziehungsweise die Steine. Aber das passiert ja auch gerade schon. Und es bringt ja auch nichts, die Bomben auf die jetzt zurück. Alter, ich bin ja schon tot! Alter. Was denkt man sich bei dem Kampf? Ich will diesen Mega Man-Kampf wieder haben. Der wäre viel einfacher. Und ich fand den schon übertrieben. Aber dafür waren die Rätsel an sich cool. Also der Dungeon hier. Der war geil. Okay, machen wir es mal so wie gerade. Jetzt guckt euch mal dieses Muster an, das sie gibt. Die macht Schaden ohne Ende. Und ja. So, genau sowas meine ich doch. Man kann ihm ja auch nicht ausweichen. Dafür ist man viel zu langsam. Man kann sich gar nicht so schnell bewegen. Okay, komm. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir noch 66 KP. Müssen wir auch die. Und die Barriere geht auch nicht immer kaputt. Das ist so random alles. Und dann ist sie so schnell wieder da und was nicht alles. Oh oh. Ich muss mal wieder ein bisschen heilen. Irgendwo Herzen. Hier spawnen wollen. Das wäre nett. Alter. Und die schafft es auch immer so, dass sie sich gar nicht von ihren eigenen Bomben wirklich treffen lässt. Oh oh. Oh okay, schnell durch. Jetzt habe ich mir wieder einen Treffer erlauben. Jetzt habe ich mir keinen Treffer mehr erlauben, weil die wieder voll in mich reingesprungen ist. Ich hasse sowas, wenn Gegner einen Schaden zufügen, nur weil die einen berühren. Das ist so dumm. Ich weiß nicht, haben die irgendwelche Säurekörper oder so, dass sie einen Schaden zufügen, indem die einen berühren. Kann ich hiermit was machen? Vielleicht, dass sie dann, vielleicht verlangsamt wird oder so? Vielleicht die mit dem Angriff. Ach, ich war, glaube ich, letztes Mal gar nicht unverwundbar. Ah, okay, es hat ein bisschen was gebracht. Ich habe ja mal gemeint, ich hätte so eine Unverwundbarkeitsaura. Ich glaube, das war nur, weil ich kurz einen Angriff aufgeladen habe. Hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun gehabt. Okay, hat jetzt gar nichts gebracht. Wenigstens haben die Bomben nicht so einen krassen Radius. Ist nicht so wie bei uns. Also, da wurde ein bisschen geschillt. Ja, dann ist sie kurz. Auch jetzt ist sie wenigstens in ihre eigenen Bomben reingeflogen. Vielleicht soll ich das besser so lassen, dass ich einfach mich fernhalte aus dem Nahkampf. Einfach aus der Ferne mal kurz die Barriere kaputt machen. Dann versuche dann eben zusehen, dass sie sich dann selbst zerstört. Und ich in der Zeit mir eben dann die ganzen Herzen hole. Wir haben auch komischerweise einen ziemlich schnellen Cooldown. Also es ist wohl... Ey! Komm schon. Schnell durch. Heißt ja doch, vielleicht soll man es doch darauf anlegen, dass man eben diese Spezialattacken nutzt. Okay, aber jetzt rastet die ja völlig aus. Alter! Chill! Komm schon, jetzt zerstör dich irgendwie selbst. Aber nee, dann ist es immer außerhalb des Radius. Und ich sterb schon. Ich bin tot. Ich sag mal, ich will es noch einmal machen. Danach mache ich Offscreen. Da habe ich keinen Bock mehr. Wie soll das denn gedacht sein? Wenigstens kriegen wir immer wieder viel Geld. Also wie ist das denn gedacht?
Okay, komm her. Sehr schön. Gut. Ja, komm, Fall. Da hat sie sich auch noch drüber gesprungen. Ach komm, wir haben noch keinen Schaden bekommen. Das kommt. Ja, okay, jetzt haben wir Schaden bekommen, weil wir uns reingesprungen jetzt. Ich weiß, das hier schon. Ja, ich hasse nicht aus, aber. Ich fange schon wieder an, hier verrückt zu werden. Weil die immer so blöde Muster geben, diese Bosse. Ich hasse diese beiden. Auch die Schwester von der. Weil das ist so richtig nervige Gegner einfach. Okay, aber jetzt weiß ich eigentlich schon besser, wie man ein bisschen vorgeht. So, jetzt noch. Jetzt ist nämlich die Barriere weg. Schade, jetzt hätte ich nur noch was zu da schlagen müssen. Geh auf, du Barriere. War voll, dann greife ich auch an und irgendwie gilt das auch nicht immer. Okay, jetzt ging's komischerweise. Aber die Sachen sind so übertrieben schnell wieder da. Hä? Das habe ich eigentlich gar nicht die. Ich habe jetzt gerade die Taste losgelassen. Was zur Hölle? Ich muss mir echt einen Plan überlegen, wie ich es machen soll. Vielleicht doch irgendwie, dass ein Trina einfacher ist, weil der Angriff ist ja auch ein bisschen schneller. Oder doch irgendwie im Nahkampf. Ich könnte höchstens, das geht ja auch. Ich muss mal kurz testen, ob der Angriff von Pina auch durch die Steine durchgeht. Aber ich denke mal, ja. Ach Gott, habe ich gar nicht gesehen. Und dann schlägt er gegen mich. Komm, wisst ihr was, ich mach's offscreen. Bis gleich. Ich hab, Alter, ich bin ein bisschen angepisst von dem Kampf. Bis gleich. Okay, es sieht gut aus. Hab jetzt mal mit absoluter Konzentration jetzt hier gearbeitet. Aber es rastet hier völlig aus. Komm schon. Komm schon, zerstör dich selbst oder... Komm schon. Nice. Oh Gott. Hat auch lange gedauert. Also jetzt sind eigentlich nur ein, zwei Versuche. Aber der Kampf an sich hat lange gedauert. Ihr seid wirklich stark. Jetzt verstehe ich, wie ihr Sherry besiegen konntet. Und ich verstehe auch, was ihr letzter Wunsch war, als sie starb. Ihre letzten Worte. Sherry wollte verhindern, dass euer Boss die große Katastrophe auslöst, indem sie uns fast umbringt. Ja. Wir hätten ihn von Anfang an aufhalten sollen. Dieses Chaos verhindern sollen. Diesen Drachefeldzug Einhalt gebieten sollen, der nur einen Teufelskreis in der Gewalt fortsetzen würde. Aber wer sind wir schon, das zu entscheiden? Es ist unsere Pflicht, ihm zu gehorchen. Warum? Ich glaube, niemand sollte Blindbefehlen folgen müssen. Wir alle haben einen freien Willen. Warum solltet ihr jemand anderen die Entscheidung überlassen? Das ist nicht das, was ich gelehrt wurde. Aha. Wäre ich stärker gewesen, hätte ich womöglich. Aber ihr seid stark genug, ihn aufzuhalten. Denn ihr könnt speichern. Wenn ihr sterbt, kommt ihr einfach zu eurem Speicherpunkt zurück. Das kann ich mir nicht erlauben. Versprecht mir nur, ihm nicht weh zu tun. Er hat über die Jahre so viel erleiden müssen. Aber wenn wir gegen ihn kämpfen müssen, dann müssen wir ihm wohl weh tun. Wir müssen ihn ja nicht umbringen, aber wehtun wahrscheinlich schon. Es sei denn, man besiegt ihn irgendwie mit Worten. Wir werden ihn aufhalten, mit eurer Hilfe. Zu spät. Es tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Alle Mann, halt! Hm? Ach, das sind die drei. Oh, wohin sind sie? Wo sind sie hin? Hinter uns! Noch ein Hinterhalt. Dieses Mal kommen sie nicht davon. Wir werden sie uns schnappen, denn wir sind... NME, ich meine die kaiserlichen Sondertruppen. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Ja. Nun, wenn man es genau nimmt, umzingeln wir sie nicht wirklich. Wenn sie wollten, könnten sie einfach nach rechts raus ausbüchsen. Bricht sie nicht auf dumme Gedanken. Ruhe! Das Protokoll verlangt, dass wir bei einer Verhaftung die Gauner davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie umzingelt sind.
Wie ich bereits sagte. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Wollen wir einfach mal abhauen, während die sich mal kurz wegdrehen. Irre ich mich oder haben sie sich etwa gerade bewegt? Sieht fast so aus, aber sicher bin ich nicht. Aber Boss, habt ihr nicht gesagt, alle Mann sollen halt machen? Ja, sind wir weg. Boss! Sie sind weg! Wie ist das möglich? Wir haben sie kaum es in den Augen gelassen. Los, ihnen nach! Sie haben eine wichtige Mission. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie aufhaltet. Okay, heroisches, krasses Opfer. Wow. Cool. Plum. Sie hat sich für uns geopfert. Das war sehr tapfer von ihr. Halten wir jetzt diesen Kerl auf. Na gut, ich glaube nicht, dass sie eine große Gefahr gewesen wären, aber na gut. Auf zu Professor Giros Labor. Ah, jetzt geht's endlich zu dieser ominösen Tür, denke ich. Ich wollte schon immer wissen, ob es einen Weg hinein gibt. Dann gehen wir mal dahin. Kann ich speichern? Oh, sehr schön. Gut. Dann hauen wir erstmal ab hier. So. Nee, war ein cooler Abschnitt. Den Bosskampf fand ich ein bisschen frustrierend. Aber wir haben es hier gut durchgeschafft. Ich glaube, mit den Leuten habe ich schon mal geredet auch. Deswegen können wir jetzt auch hier einfach raus. Ich will noch mal gucken, ob ich jetzt... Obwohl, eigentlich war ja nicht... Nee, in der Vergangenheit war ja nur da beim Schmied und sowas. Stimmt. Weil ich wollte ja gerne zu diesem Schmied, aber der ist ja in der Vergangenheit. Ich bin mir sicher, dass man irgendwie vielleicht am Ende des Spiels dann beliebig durch die Zeiten wechseln kann. Weil es mir auch einige Secrets, die ich mal ausgelassen habe und so, dass man dann das alles noch nachholen kann. Na gut, auf zum Labor. Denn wie es aussieht, können wir jetzt nun dahin. Mal gucken, was uns dort so erwartet. 944 Münzen. Warum immer diese komischen Zahlen? Naja, gut. Vielleicht kommen wir jetzt ja da rein. Vielleicht hätten wir einfach nett anklopfen oder so. Es besteht kein Zweifel. Das ist definitiv die Tür zu Professor Giros Labor. Sie wird in einigen authentischen Dokumenten aus der Zeit des Kaiserreichs genau beschrieben. Trotz zahlreicher Versuche ist es bislang niemandem gelungen, sie zu öffnen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, welche Geheimnisse dieses berühmte Labor wohl bergen mag. Vielleicht treffen wir ja auch auf Uwe, das ultimative Waffenexperiment aus alte Macht. Oh Gott. Obwohl, aber das war lustig eigentlich, diese Abkürzung. Das war irgendwie episch. Hey, ich habe eine Idee. Wir können einfach hier graben. Warum eine stark abgesicherte Tür durchbrechen, wenn es eine Abkürzung gibt? Ja, jetzt brauchen wir nur noch TM28 Schaufler, dann kein Problem. Wenn das nur so einfach wäre. Oder hat er überall Stacheldraht verlegt oder Stahlwände dahinter. Es wurden schon einige Tunnel gegraben, aber sie alle stießen auf ein unglaublich starkes schwarzes Metall. Oh, ich hab's gerade noch gesagt. Sieht so aus, als wäre die Tür der einzige Weg hinein. Genau. Oh, da ist er. Will jetzt auch noch Stress? Und ich dachte, niemand sonst schert sich um Professor Giro. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid bestens informiert, Mensch. Und ihr scheint selbst einiges zu wissen. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Moment mal, ich muss mal kurz zählen. Mein erstschlimmster Albtraum ist, du bist mein 46. schlimmster Albtraum, steht auf meiner Liste. Nein, das kann ich euch leider nicht, da kann ich euch leider nicht zustimmen. In meinem schlimmsten Albtraum wache ich eines Morgens in einem rosa Kleid auf, umgeben von Pilzen, die mich für ihre Prinzessin halten. Igitt, warum müssen jetzt immer diese Pilze sein? Das kann nicht sein! Ich erinnere mich an euch! Ihr wart mit meinem Vater zusammen. Vor 50 Jahren, an jenem Tag, an dem das Kaiserreich uns angriff. Ihr seid der Grund, dass man uns gefunden hat.
Ah, okay, so ein bisschen stimmt das auch, weil wir sind ja damals durch den Wald gegangen und die Wachen haben uns ja davor gefolgt, beziehungsweise die Magier. Mein Vater hat euch vertraut und ihr habt ihn verraten. Ihr seid der Grund dafür, dass sie alle sterben mussten. Ach genau, und sein Vater ist ja. Anymenos müsste ja eigentlich dann sein Vater sein. Stimmt. Und sein. Dann ist das der Enkel von Shubi. Cool. Euer Vater? Ihr meint Menos? Wollt ihr damit sagen, dass ihr sein Sohn seid? Reno? Ihr wart es also tatsächlich. Und Reno ist sein Name. Aber wie kommt es, dass ihr in 50 Jahren nicht gealtert seid? Zweifelsohne steckt die Magie eurer Zauberer dahinter. Und jetzt werde ich endlich den Tod meines Vaters rächen. Aber der ist doch nicht gestorben. Nein, da irrt ihr euch. Euer Vater Menos, er lebt. Ihr lügt! Ihr seid mit ihm an jenem Tag verschwunden. Es ist wahr. Als der Großmagus angriff, wurden wir an einen Ort fern von hier gebracht. Sehr fern sogar. Wir haben es jetzt gebraucht, um wieder zurückzukommen. Und wo ist er dann? Mein Vater, wo ist er? Bei uns ist er leider nicht. Er ist noch dort. Ja, okay, wir können sie einfach sagen, ja, der ist 50 Jahre in der Zukunft. Das glaubt uns kein Schwein. Aber wir retten ihn bald, ganz bestimmt. Hoffe ich zumindest. Wenn ich euch nur glauben könnte, dann hätte ich nicht tun müssen, was ich getan habe. Aber was habe ich nur angerichtet? Es ist noch nicht so spät. Ihr könnt noch immer aufhören. Aber es ist zu spät. Sherry, Plum, wie soll ich euch rächen, wenn ich meine Mission jetzt einfach aufgebe? Indem man einfach sich gar nicht rächt, weil das nichts bringt. Fina sagt die Wahrheit. Euer Vater Menos lebt. Dessen bin ich mir sicher. Wenn ich euch doch bloß glauben könnte. Aber einem Menschen werde ich niemals trauen. Ich will mich nicht weiter mit euch abgeben. Wenigstens geht er nicht ins Labor und bringt uns alle um oder so. Ich werde meinen Vater rächen. Hä? Was? Achso, doch ein Kampf. Okay, was? Was? Junge, was soll ich jetzt hier machen, genau? Was erwartet er von mir? Und er lacht fies. Das ist ja hier Aghanim 2.0 praktisch. Oder was noch Schlimmeres. Okay, also fest steht schon mal, ich muss hier innerhalb des. Alter! Okay, jetzt weiß ich schon mal, wie ich dem ausweichen kann. Das ist gar nicht mal so schwer. Aber wie soll ich den treffen? Wie zur Hölle? Okay, das ist kein Problem. Okay, das bringt mich halt sofort wieder ab. Jetzt! Also das hat jetzt keinen Schaden gemacht, glaube ich. Das irgendwie zurückschlagen. Oder wenn das echt so ein Aghanim-Fake ist, kann ich das dann vielleicht echt zurückschlagen? Kann das sein? Ah! Ja, das ist tatsächlich Aghanim. Oder beziehungsweise auch ein bisschen was von, hat auch was von Ganondorf. Und von Yuga. Allgemein von allen Zelda. Von allen großen Zelda-Bossen. Die haben das alle drauf. Okay, ich meine, den Kampf jetzt erstmal versteht, ist ja gar nicht mal so schwer. Gut. Aber, na, okay, ist das Super Saiyajin Form oder was? Tatsächlich Super Saiyajin. Das ist tatsächlich Dragon Ball. Auch das mit dem Labor, Professor Giro. Das ist tatsächlich Dragon Ball. Und auch wieder Aghanim, der verdreifacht sich. Sag, wir sind hier bei Zelda Link to the Past, so ein bisschen. Okay. Okay, jetzt hat er seinen Saiyajin-Move. Oh Gott. Ach, ich sehe auch, das ist auch ein bisschen.
Ich sag ja, ich kann diese ganzen Zelda-Busse hier rezitieren. Das ist auch wieder, man muss jetzt wieder den gucken, der jetzt nicht so transparent ist, weil das ist dann der echte. Ach Gott. Okay, aber jetzt weiß ich, wie der Kampf funktioniert. Steht der den ganzen Tag hier rum? Ich werde meinen Vater rächen. Gut. Aber ich finde den Kampf cool. Der ist ein bisschen. Der ist auch ein bisschen humaner als die anderen Deppen. Man weiß zumindest, was zu tun ist. Aber ich mag den Kampf. Vor allem hier die erste Phase finde ich cool. Jetzt kommt wieder der Mist. Le Mist. Ja, das kennen wir. So. Komm, gib mir jetzt die nächste Phase. Gut. Wer zum Super Saiyajin? Yay. Kamehameha. Okay, gut, das war der echte. Und ich glaube, das macht er immer, wenn er getroffen wird. Kann das sein? Da ist er. Jetzt war ich zu spät. Komm schon, mach. Sehr schön. Jetzt macht er wieder den. Ja, wir haben hier schon gedacht. Er macht wieder den Mist. Da ist der echte. Oder? Ist das der echte? Ich glaube, kann das sein, dass ich das noch. Da ist der echte, so. Manchmal sieht man es nicht. Oh, jetzt verfünffacht er sich sogar. Manchmal sieht man es nicht so richtig. Das ist der echte. Ach, ich kann ihn auch manchmal mit dem Schwert killen. Gut. Ja, schön, so ein bisschen schräg laufen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Stirb. Wo ich glaube, das macht mehr Schaden, wenn ich in seine eigenen Kugeln zurückhau. Nur so bin ich halt, kann ich halt schneller angreifen. Ist das der echte? Da. Sehr schön, das war's. Oh, wie. Oh, Like a True Hero freigeschaltet. Wie ich diese Menschen verachte. Ihr solltet nicht stark wie wir Dämonen sein. Aber seid es trotzdem, weil ihr ein hohes Level erreicht habt. Eure Körper sind schwächer. Euch fehlt es an physischer Stärke. Eure Leben sind kürzer als die unseren. Warum also? Warum müsst ihr wieder und wieder gewinnen? Vor 50 Jahren habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, mein Vater. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Jetzt werde ich endlich wieder mit ihnen vereint sein. Wieso, du kannst sie nicht zurück, du kannst sie nicht alle zurückholen oder so. Aber freut euch nicht zu früh. Es werden andere an meiner Stadt kommen. Eines Tages wird die im Labor weggeschlossene Waffe zum Einsatz kommen und eure ganze Welt zerstören. Das wird der Tag sein, an dem wir Vergeltung üben. Oh, das haben wir ja gesehen in der Zukunft. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Tag nie eintrifft. Das wird sich zeigen. Was, wir haben tatsächlich besiegt? Getötet? Wir sollten ihn doch nicht verletzen. Kuro, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich den Lauf der Geschichte geändert. Die große Katastrophe wird nicht passieren. Die Zukunft ist gerettet. Ja, hoffe ich. Ich wünschte nur, Menos könnte das miterleben. Vielleicht hätte er Areno davon überzeugen können, dass wir nicht seine Feinde sind. Hä? Okay, das Tor geht doch auf. Schaut! Die von Reno entfesselte Energie hat die Tür zum Labor aktiviert. Oh nein. Jetzt hat jeder Zugriff auf die Waffe. Überlegen nicht, dass die Magier noch was damit vorhaben oder der Kaiser, wer auch immer. Nicht, wenn wir zuerst an sie herankommen. Dann können wir sie zerstören. Obwohl der Kaiser, ich weiß nicht, der müsste ja schon tot sein. Und wo wir schon mal dabei sind, können wir auch die hier verborgenen Geheimnisse ausgraben. Was meint ihr, Kuro? Gehen wir rein? Ich würde sagen, muss ich jetzt leider wieder ein bisschen cliffhangern. Ja, das ist ein neues Verb. Sonst wird es wieder zu lang. Weil ich kann mir vorstellen, im Labor passiert bestimmt wieder einiges. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und seid beim nächsten Mal auch weiterhin dabei, wenn wir dann das Labor betreten. Und dann sage ich mal, bis dann!